Beim FC Schalke 04 läuft die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Trainer Thomas Reis hat erkannt, woran es hapert, hat heute im Training auf 3 Tore trainieren lassen und siehe da, es fielen sogar Tore. Beim Training waren heute 20 Feldspieler und 3 Torhüter dabei. Es fehlten Verteidiger Marcin Kaminski, der im Moment erkrankt ausfällt und wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder einsteigen soll. Und dazu fehlte auch noch Mittelfeldspieler Danny Latzer. Bei ihm wurde eine Knieentzündung festgestellt. Auch da weiß man noch nicht genau, wann er wieder einsteigen kann. Niklas Tauer und Sepp Vandenberg haben beide individuell trainiert. In der Mixzone stand heute Eder Balanta, Schalkes Neuzugang. Die Bundesliga hat ihn bereits kennengelernt. Im Gladbach-Spiel hat er nämlich nach wenigen Sekunden schon die gelbe Karte gesehen. Heute hat Dominik Drexler mit ihm Bekanntschaft gemacht im Training. Da musste er nach einem Zweikampf sich kurz aufrappeln. Es ist nicht so einfach und es tut ziemlich weh gegen Eder Balanta. Aber er muss seine Spielweise auch etwas anpassen, denn sonst droht nämlich nach 5 Spielen schon die erste Gelbsperre.